Heute ist Weltfrauentag. Gleichzeitig ruft die GEW in mehreren Bundesländern zu Warnstreiks in den Kitas auf. Passt das zusammen? Das passt ganz hervorragend zusammen, denn am Internationalen Frauentag geht es immer um gleiche Rechte für Frauen und Männer und ganz besonders auch um den Kampf gegen die Benachteiligung von Frauen. Und ein zentraler Punkt ist bei uns Gewerkschaften faire Arbeitsbedingungen und jetzt auch um gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. Das steht natürlich im Mittelpunkt und zurzeit, und da gibt es ganz viel zu tun. Bei den Streikkundgebungen heute wird es deswegen auch um Geschlechtergerechtigkeit gehen. Die Europäische Kommission fordert eine Quote für Frauen in Führungspositionen. In den Bildungsberufen arbeiten weit überwiegend Frauen. Ist die Welt hier in Ordnung? Ja, schön wär's. Genau bei uns fehlen auch die Frauen in den Leitungsfunktionen im Bildungsbereich. Und wir haben auch im Schulbereich und in anderen Bildungsbereichen gesehen, dass Selbstverpflichtungen eben nicht ausreichen. Und deswegen ist die Quote ein ganz notwendiges Instrument, damit endlich die Qualifikationen und die Leistungen der Frauen in den Leitungsfunktionen endlich ankommen. Die GEW fordert in der Tarifrunde mehr Geld für alle Beschäftigten. Ist das auch ein Beitrag, die Diskriminierung zu beenden? Da wird ein Teil von der Diskriminierung beendet. Und zwar geht es uns darum, dass jetzt in dieser ganz normalen Gehaltsrunde eine Erhöhung kommt, damit alle auch im Bildungsbereich angemessen beteiligt werden an dem gesellschaftlichen Wohlstand. Und dann andererseits sind wir schon ganz lange dran an der Baustelle, Erzieherinnen müssen höher eingruppiert werden, weil das, was sie leisten in der Arbeit, das wird unterbewertet. Es wird zum Beispiel nicht drauf geguckt, welche Verantwortung da für die kleinen Kinder, für die frühkindliche Bildung, die ja auch von der Gesellschaft gefordert wird, was da übernommen wird an Verantwortung einerseits, aber auch an sozialer Kompetenz notwendig ist. Und das wird nicht angemessen bezahlt. Das ist eine Grundsatzforderung, die spielt aber jetzt gerade keine Rolle, sondern wir wollen mehr Geld. Sei dabei in der Tarifrunde 2012. Mit der GEW, in der GEW.